Hubert von der Leine des Grauens 2.0. Ein paar Menschen kennen mich vielleicht. Und die, die mich nicht kennen, schmauegal oder nicht kennen wollen. Normalerweise ist es nicht meine Art, irgendein Statement in die Kamera zu sprechen und es dann im Internet zu posten. Heute ist es soweit. Am 8. März zum Weltfrauentag waren wir in Frankfurt am Main. Mit meinem Begleiter erinnerten wir uns der Demonstration von der Heidi Mund auf der Zeil in Frankfurt. Man hat die Geräuschkulisse nicht überhören können. Schon da in der Entfernung sprach eine Frau. Ich sagte zu meinem Begleiter, wo ich diese Worte von dieser Frau hörte: Was für eine mutige Frau. Als wir dann angekommen sind und diesen Käfig gesehen haben, wo die Patrioten zur Schau gestellt wurden, wie Tiere, und eine Gasse gebildet von Polizisten, durch die man durchging und gefragt wurde, ob man da dazugehört, sah ich die Rednerin. Es war die Heidi Mund. Meinen größten Respekt. In diesem Käfig dann war die Geräuschkulisse von einem aufgebrachten Mob fast unerträglich. So viel Hass und Feindseligkeit, der einem da entgegengeschlagen ist, hat mich schon fast belustigt, wenn man die Armseligkeit erkannt hat von diesen gehirngewaschenen Geschöpfen. Es waren auch viele ausländische Mitbürger dabei, was ja scheinbar in Frankfurt normal ist, weil 80%, was ich in der normalen Fußgängerzone dort gesehen habe, waren Deutsche mit Migrationshintergrund oder unsere neuen Bürger. Am aufgebrachtesten erschienen mir die Frauen mit Kopftuch. Aber keine Schuld an unsere Ausländer und an unsere friedliebenden Mitbürger. Aufgestachelt wurden sie eindeutig von 5 Frauen, von 5 deutschen älteren Frauen, die wohl das Gewerkschaftsabzeichen von Verdi trugen. Auch einem jungen Dunkelhäutigen, der wohl dann auf die Bühne kam und von der Iris interviewt wurde, wurde extrem bloßgestellt. Auch auf die Frage hin, ich weiß nicht mehr an wen, ob nicht kriminelle Ausländer abgeschoben gehören, kam die Antwort, lieber solche wie ihr, als wie Ausländer, wo kriminell sind. Ja, das zeugt von dem neuen Deutschland 2019. Eine andere junge Frau, die wo sich als Muslima vorstellte, relativierte Vergewaltigungen. Auch live, könnt ihr euch alles angucken beim Henry Stöttl auf seinem Live-Video. Ich war Gott sei Dank nur eine Stunde anwesend, ich habe nicht mehr Zeit gehabt. Ich habe unser neues Banner von der Leine des Grauens 2.0 vorgestellt. Konnte dem Hendrik noch mitteilen, dass wir am 12.03. in Wiesbaden sind zum Prozessauftakt von dem Mörder Ali Al-Bascha und Vergewaltiger an der Susanna Maria Feldmann, um diese Familie zu unterstützen. Und dass dieser Mörder wirklich seine gerechte Strafe bekommt und nicht wie der von der Via Valentin aus Kandel 8 Jahre und 6 Monate und nach 5 Jahren wieder da draußen ist und ein voll integrierter Premium-Deutscher sein wird. Das Verhalten von der Polizei, zu mir war die Polizei freundlich. Wo ich gegangen bin, haben sie mir auch noch einen schönen Tag gewünscht. So wie ich ihnen auch. Zum Abschluss meinte ich zu den Einzelnen, ob sie schon konvertiert seien. Und wenn nicht, wenn das die letzte Patrone aus dem Magazin verschossen ist, werden sie genau das bekommen, für das, wo sie da gestanden sind. Ich sage nicht, was ich genau gesagt habe. Wir waren trotzdem alle freundlich. Wir wurden dann, wo wir gegangen sind, mein Begleiter und ich, auch noch verfolgt. Wir konnten den Verfolger abhängen, indem er gesehen hat, dass wir ihn bemerkt haben. Resümee, eine furchtbare Veranstaltung. Gleichzeitig könnt ihr aber das als positiv werten, weil ich bin mir ganz sicher, was viele nicht wissen, diese Veranstaltung wird die Welt sehen. Und auch die Worte, wo die Heidi Mund gesprochen hat und die Iris und die anderen tapferen Frauen, wird die Welt sehen. Die Welt ist auf uns aufmerksam geworden. Nicht zuletzt durch Berlin.
mit der Leine des Grauens vor dem Kanzleramt, wo sie von dem Flat-Testbed auf dem Blog bei 450.000 Aufrufe es weltweit gelöscht haben. Heidi und an euch alle, ihr habt es absolut fantastisch gemacht. Und glaubt mir, die Welt wird uns sehen. Deshalb, die Hoffnung stirbt zuletzt. Verzagt nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Flüchtlinge aus Syrien, so wie es uns erzählt wurde, sondern sie kommen aus Afghanistan, aus Tunesien, ja, wo, was Tunesien ein Urlaubsland ist. Urlaubsland. Was haben diese Menschen hier überhaupt zu suchen? Sie dürfen gerne in Urlaub kommen, wenn sie sich ordentlich benehmen. Ansonsten haben sie in Deutschland nichts zu suchen und schon gar nicht unsere Mädchen zu vergewaltigen. Sie haben kein Recht dazu. Kein Recht. Wollte die Polizei eine rechte Instrumentalisierung verhindern, heißt die Überschrift eines Artikels. Wollte die Polizei eine rechte Instrumentalisierung verhindern? Ein Afghane soll in Königs Wusterhausen ein Mädchen vergewaltigt haben. Der Fall wird mit Verzögerung, muss ich leider ein bisschen lauter machen. Der Fall wird mit Verzögerung bekannt. Die Polizei spricht von einer technischen Panne. In Königs Wusterhausen soll ein 15-jähriges Mädchen von einem 21 Jahre alten Flüchtling aus Afghanistan kommen Sie nicht mal bitte von der Bühne weg. Es hat niemand. So, das sind die Feinde unserer Demokratie. Sie dürfen sehen, wir stehen hier, wir sind die Friedlichen. Diese Leute dürfen bis zur Bühne kommen. Das machen sie schon seit Jahren und nichts passiert in Deutschland. Friedliche Demonstranten werden angegriffen. Wenn Sie, liebe Bürger, wenn Sie so etwas sehen wie heute, dann wissen Sie, wir sind die Friedlichen. Wir stehen für unser Land. Wir stehen für unser Volk. Schauen Sie sich mal diese aggressiven Menschen an. Ja, es wird höchste Zeit, dass es Veränderungen in Deutschland gibt. Ich werde alles dafür tun, dass dieses Land wieder sicher wird. Dieses Land, dieses wunderschöne Deutschland soll erhalten bleiben, ob Ihnen das passt oder nicht. Das sind Menschen, die hassen unser Land, die hassen uns. Ja, sie sind nur hier, um zu zerstören. Wir sind hier, um unser schönes Land zu erhalten. Wir stehen hier für die Menschen in unserem Land. Und jetzt entscheiden Sie selbst. Entscheiden Sie selbst, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wer steht auf der Seite des Rechts? Wer steht auf der Seite des Guten? Entscheiden Sie selbst. Ich würde so etwas nie tun. Ich würde nie jemand anders irgendetwas kaputt machen oder stören, sowas wie das. Ich wurde erzogen, mich nicht so zu verhalten. Ja? Ich wurde noch ordentlich erzogen von meiner Mutter. Ich weiß ja nicht, wo deren Mütter hin sind. Gell? So. Aber Halleluja, habt ihr eigentlich schon gemerkt, was für ein schönes Wetter wir haben? Zu und durch, solange es nicht euch selbst oder eure Familie erwischt. Der Brief der Oberbürgermeisterin zeigt, was Priorität hat. Leider hat sich in unserer Stadt am Freitag eine schreckliche und unverzeichliche Tat ereignet, die mich schockiert und die ich sehr bedauere. Meine Gedanken sind bei dem Opfer und seiner Familie. Ich übersende Ihnen meinen Trost und meine Genesungswünsche. Das waren drei Sätze zur Tat. Damit war die Sache für Frau Dr. Heike Karstermeurer erledigt. Danach folgten 10 Sätze, die dafür plädieren, Menschen in Not aufzunehmen. Sätze, die von demokratischer,
freiheitlicher Gesellschaft sprechen, von einem gemeinsamen Konsens, einer bewährten Form, unsere Demokratie zu bewahren und zu schützen. Ja, schreit nur! Also das typische Politiker, bla bla bla. Herausforderungen, die es gilt, aktiv anzugehen. Als wenn man als Christin, also, ob ihr das glaubt oder nicht, ich bin ja in meinem Leben nicht gläubig aufgewachsen. In meiner Familie wurde keine Bibel gelesen und ich bin später gläubig geworden. Was ich gelernt habe in den mehr als 30 Jahren, dass es einen lebendigen Gott gibt, das habe ich erfahren. Ich habe so viele Wunder erlebt und ich weiß, soll ich euch was sagen, diese Erde hier hat jemand gemacht. Ja, diese Erde und die Menschen auch. Und was denkt ihr, wie lange wird er sich diesen Wahnsinn noch angucken? Ich sag mal, Gott braucht nur einen kleinen Finger zu schnipsen, dann ist von uns nichts mehr da. Er lässt, obwohl wir so scheiße drauf sind, immer noch die Sonne scheinen. Er lässt es immer noch regnen. Was denkt ihr, wenn er seine Hand von Deutschland wegnimmt? Was denkt ihr, was in Deutschland passiert? Ja, wir waren gesegnet viele Jahre. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt gewesen. Wir haben... So, also wir grüßen Deutschland. Und ich weiß gar nicht, warum ihr hyperventiliert, wenn ich von Familie spreche. Warum ihr hyperventiliert, wenn ich von Ehe spreche. Ich kann auch noch von Treue sprechen. Ja, wenn ein Paar treu ist zueinander, ist doch wunderbar. Ja, ist doch wunderbar. Was soll daran falsch sein? Kann mir das mal jemand erklären? Nein, oder? Also, ob ihr das glaubt oder nicht, ich bin ja in meinem Leben nicht gläubig aufgewachsen. In meiner Familie wurde keine Bibel gelesen und ich bin später gläubig geworden. Was ich gelernt habe in den mehr als 30 Jahren, dass es einen lebendigen Gott gibt.